Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zur PK nach dem Heimspiel gegen den VfL Bochum. Ein ganz herzlicher Gruß geht an unsere Gäste und Ihren Trainer Thomas Reis. Thomas, ich darf Sie um die Meinung zu diesem Spiel bitten. Ja, ich denke, es gibt ja nur eine Meinung. Das ist Glückwunsch an Christian und an den SC Freiburg. Danke, ich denke, dass wir, wenn wir jetzt die drei Spiele, die wir jetzt schon gegeneinander hatten, Revue passieren lassen, war es heute das eindeutigste Spiel. Und wir waren in allen Belangen komplett unterlegen. Wir wussten, dass eine sehr körperliche Präsenz auf uns zukommt, dass eine sehr gute Spielstruktur, wo wir dagegen halten müssen. Und es ist uns eigentlich in keiner Phase des Spiels gelungen, vielleicht mit Ausnahme der ersten 5 bis 10 Minuten der zweiten Halbzeit, wo man natürlich gesagt hat, so wie in der ersten Halbzeit kannst du dich nicht präsentieren, man kann Spiele verlieren. Auch gegen den SC Freiburg ist ja keine Schande zu verlieren, die in einer tollen Verfassung sind. Aber wir waren komplett unterlegen, wir haben weder Zugriff gefunden, wir haben gesagt, Diagonalbälle sind sehr, sehr gefährlich, wir sind viel zu spät losgelaufen, haben einfache Fehler gemacht, haben im Zentrum gefühlt keine Zweikämpfe gewonnen und dann kannst du natürlich hier beim SC Freiburg nicht bestehen, aber bedeutet für uns, dass wir aus dieser Niederlage mit Sicherheit lernen werden. Wir sind trotzdem guter Dinge und sind auch dabei, unser Traum und unser Wunder zu verwirklichen. Und ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn du dann das Spiel mit 2 Mann weniger beendest, sprich mit meiner Person und mit dem Spieler Stavrilidis. Aber auch da habe ich versucht, gewisse Dinge zu korrigieren. Und wie gesagt, ich wünsche euch schon mal definitiv viel Erfolg in Hamburg. Und toll, was hier entstanden ist. Und da kann ich nur den Hut vorziehen. Danke. Vielen Dank, Thomas. Wir hatten 2 Spiele, Thomas hat es gesagt, und wir haben in den 2 Spielen gesehen, welche Energie und auch fußballerische Qualität Bochum auf den Platz bringen kann. Sonst gewinnst du nicht gegen Bayern München zu Hause oder gegen Leverkusen 0-0. Und in Waldhof haben sie auch gewonnen. Es ist eine richtig gute Mannschaft. Und heute waren wir fußballerisch einiges besser als in Frankfurt. Das war das Thema auch nach dem Spiel in Frankfurt. Wir hatten zwar Spiel gewonnen, aber wir waren fußballerisch nicht gut in Frankfurt, weil wir nicht sauber Fußball gespielt haben insgesamt. Und das war das Thema und das haben wir auch probiert zu trainieren in den wenigen Trainingseinheiten, die man hatte, weil man eine kurze Woche hatte. Und über Bochum braucht ihr nicht so viel mehr erzählen in puncto Mentalität, Zweikampfstärke. Das haben sie 2 Mal erlebt. Und heute waren wir dann tatsächlich in entscheidenden Situationen sehr wach, dann auch sehr zweikampfstark. Sinnbildlich ist das zweite Tor von Roland Soloi, wo er den Ball erobert. Und haben ein tolles Spiel gemacht. Und was uns natürlich wahnsinnig geholfen hat heute, war das Publikum. Es war noch nie annähernd so laut. Es war super, die Kurve oder Süd, nennen wir es ja keine Kurve. Die Südtribüne hat gewackelt, hat alles mitgerissen. Und heute war es ein richtiger Fußballtempel, wo es gebebt hat. Und das haben die Spieler verdient. Und das gibt den Spielern wahnsinnige Energie. Und so wünsche ich mir hier an dem neuen Standort. Es war toll. Und Bochum, Thomas, es ist blöd. Man will nie, dass ein Trainerkollege auf Tribüne geht, weil man weiß, wie es sich selber anfühlt. Es ist nicht gut und ich hätte mir gewünscht, dass es natürlich zu einer Deeskalation kommen wäre. Ich bin auch manchmal ein bisschen zu wild und so. Und wenn dann aber einer kommt, sagt, sag mal, spinnst du, hör auf, sonst schmeiße ich die hoch oder sonst bist du weg. Dann kommt man nochmal wieder runter. Eine Stufe mehr hätte man gewünscht. Das ist scheiße, wenn du da hoch musst und die Mannschaft nicht mehr betreuen kannst. Aber ich hoffe, dass es klarstellen kann und dass nichts bleibt und dass man vielleicht dann nur dieses Spiel draußen war. Bochum, alles Gute, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Es gibt für mich keine Zweifel, aber natürlich, wenn ich Bochumer Trainer wäre, dann würde ich trotzdem zweifeln, bis man die Punkte hat. Aber es gibt keine Zweifel und ich freue mich sehr, wenn wir nächstes Jahr wieder gegeneinander spielen. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Bevor wir uns nächstes Jahr sehen, gibt es vielleicht noch ein paar Fragen. Wir starten mit Christoph Lothar, dpa.
Ja, ich hätte eine Frage an Thomas Reis. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz die zwei roten Karten kommentieren? Halten Sie die für Staphylidis quasi gerechtfertigt? Und was war der genaue Auslöser jetzt für Ihre rote Karte? Das war ja anscheinend gar nicht gegen den Schiedsrichter gerichtet, so wie ich es jetzt mitbekommen habe. Ja, also ich habe ja versucht, bezüglich meiner Person was zu entschuldigen oder zu korrigieren, wo mir schwerfällt, mich zu entschuldigen, weil ich ja nicht die Person gemeint habe. Also ich habe jetzt die Szene mit Staphylidis dann auch noch mal gesehen, weil es ist halt doch so. Ich meine, Christian war ein bisschen näher dran, wenn du halt gefühlt 25 oder 20, 30 Meter weiter wegstehst und diese Aktion passiert, dann bist du natürlich nicht erst der direkten Meinung, dass eine rote Karte ist. Und deswegen habe ich mich mehr über meinen Spieler aufgeregt, weil wir liegen 3-0 hinten, wir sind komplett unterlegen. Wir haben einen Spieler mit Danilo Soares in der Halbzeit ausgewechselt, weil er ein bisschen Probleme hatte. Und du hast so viel Personal dann auf dieser Position auch nicht mehr. Und dann gehst du halt ein sehr hohes Risiko mit einem Foulspiel in der gegnerischen Hälfte. Ich kann nur sagen, dass Staffi mit Sicherheit keinen Spieler verletzen möchte. Es sieht dann dementsprechend ein bisschen unglücklich aus, das muss ich zugeben. Und ich habe mich eigentlich mehr über meinen Spieler aufgeregt und habe dann einen Scheibenwischer gemacht. Ja, dazu stehe ich ja auch. Aber im Endeffekt bin ich ja respektlos gegenüber meinem Spieler, weil ich meinen Spieler gemeint habe, wie er sowas machen kann. Und der vierte Offizielle hat schon gemerkt, dass er das auf sich bezieht. Deswegen bin ich das Risiko eingegangen aus meiner Coachingzone raus. Also bist du normalerweise auch gelb, kannst du dafür bekommen. Und wollte das korrigieren, habe gesagt, und frag ihn noch, ob das eine rote Karte war, weil es für mich von der Seite oder nicht so ersichtlich war, dass es, wollte ihn einfach nur fragen. Und da hat er sich nicht mehr drauf eingelassen, hat es auf mich, auf sich bezogen. Und da habe ich gesagt, das war definitiv nicht der Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es steht 3-0. Wir haben nächste Woche ein wichtiges Spiel. Also ich glaube, in 100 Spielen, die ich jetzt leiden durfte, nur nicht mal eine gelbe Karte bekommen oder Sonstiges. Und bis zu der Aktion war ja auch nichts. Christian, vielen Dank, hat es ja gesagt, man hätte auch eine andere Aktion starten können, weil, wie gesagt, ich habe definitiv niemanden beleidigt. Außer vielleicht meinen eigenen Spieler, bei dem ich mich eigentlich entschuldigen müsste. David hat es dich gemeldet. David Weigin, BZ, und dann die Kollegen aus Bochum. Ja. Hallo Herr Streich, Glückwunsch zum Sieg. Sie haben in der Pressekonferenz vor dem Spiel zwei Spieler erwähnt, Roland Scholloy und Ouyong Jong, die in der Vergangenheit viel Energie gezeigt haben für den Sportclub und denen dann auch praktisch zugestanden haben, dass die dann auch mal eine schwächere Leistung zeigen könnten. Jetzt haben genau die beiden Spieler heute in Co-Produktion zwei Treffer sichergestellt für den SC. Freut Sie das besonders? Ja, der Ronald hatte eine sehr gute letzte Saison und eine gute Phase. Und dann hat er natürlich, weil er auch ein sehr emotionaler Mensch ist und hohe Erwartungen hat, natürlich glaubt, es geht jetzt genau so weiter, steil weiter, den Berg hoch. Und da hat er dann nicht immer die richtigen Schlüsse gezogen, dass es gut war letztes Jahr und dass man deshalb aber nicht, dass man nicht durch die Decke schießt jetzt weiter und dann irgendwie da, was weiß ich, 20 Tore macht oder in der Bundesliga. Und dass man auch mal draußen sein kann, besonders wenn man so ein anstrengendes internationales Turnier gespielt hat, wie er, und später dann kam. Da muss er noch ein paar Dinge dann lernen für sich. Hatte dann eine Phase, wo er nicht so gut war, was nicht schlimm ist. Aber er muss stabil bleiben. Und jetzt ist er auch körperlich wieder viel besser da. Und deshalb kann er dann auch die Bälle erobern, die er dann selber reinschießt. Und Ouyong hat es gut gemacht, in der Vorrunde sehr gut. Aber dann ist man auch mal draußen, weil andere Spieler auch gute Leistungen bringen. Und war dann kräftemäßig auch nicht so da, hatte Corona. Und jetzt habe ich schon gewusst, die Woche habe ich schon gesehen, Ouyong ist wieder voll da, hat wieder seine Hake, wie er das dritte Tor vorbereitet ist. Überragend, wie er das macht. Ouyong lebt natürlich von seiner enormen Physis. Kann 13 Kilometer laufen, kann 100 Sprints und Tempoläufe machen oder 110, 120. Und das konnte er nicht vor zwei, drei Wochen. Hatte er ja Corona und jetzt ist er wieder. Ist wieder da. Das ist gut. Wir machen weiter mit unseren Gästen aus Bochum in der zweiten Reihe. Markus Rensinghoff von der WAZ aus Bochum, nochmal zurück zur roten Karte. Du bist, als das Spiel zu Ende war, direkt zum vierten Offiziellen. Konntest du dann noch was klären?
Ich habe es auch da nochmal versucht zu erklären. War ein bisschen auf dem Platz, dann ein bisschen schwierig. Dann bin ich nochmal in die Schiedsrichterkabine rein, habe es auch nochmal versucht zu klären. Und im Spielbericht ist dementsprechend was vermerkt worden. Also ich kann nur sagen, ich würde das Risiko bei Stande von 3-0 komplett unterlegen. Ein wichtiges Spiel nächste Woche gegen FC Augsburg würde ich dementsprechend nicht so fahrlässig hergeben. Und ich musste jetzt warten, was passiert. Und ich habe mich entschuldigt, dass es vielleicht so gewirkt haben könnte. Aber ich kann nur sagen, dass ich nicht ihn gemeint habe. Mehr kann ich, glaube ich, nicht tun. Ja, und noch die Rückfrage bei Danilo Soares. Du sagst, er hatte Probleme. Was hatte er? Er hat, glaube ich, einen Schlag aufs Knie bekommen, war dann ein bisschen angeschwollen. Und wir haben dann in der Halbzeit ein paar Wechsel vorgenommen. Und heute kann man ja auch sagen, dann hätte er auch mehr Wechsel machen können. Ich glaube, dass, so wie ich vorhin gesagt habe, keiner an sein Leistungsniveau annähernd rangekommen ist. Und deswegen warst du halt absolut völlig unterlegen. Und im Endeffekt können wir dann mit 3-0 auch noch relativ zufrieden sein. Und auch die nächste Frage geht, glaube ich, an Thomas Reis. Genau, richtig. Tizian Kanizares vom Reviersport. Hallo. Herr Reis, wir haben jetzt binnen 6 Tagen 2 völlig verschiedene Gesichter des VfL gesehen. Wie erklären Sie sich das? Ja, zum einen, dass wir gegen einen tollen Gegner gespielt haben. Wir haben ja zwar Leverkusen, das ist auch ein toller Gegner, aber da hast du natürlich den Heimvorteil irgendwo gehabt. Und wir wissen ja selber, dass wir auswärts nicht immer gut punkten. Aber wir sind trotzdem ein Aufsteiger und wir spielen hier bei einer Mannschaft, die absolut im Moment einen überragenden Fußball spielt, die körperlich eine Präsenz hat. Und dann kommt das schon mal vor. Wir haben versucht von Anfang an, wir wollten 2 Kämpfe annehmen, weil wir gesagt haben, wenn du keine 2 Kämpfe annimmst, dann wirst du gegen diese Mannschaft keine Chance haben. Und das ist über 90 Minuten uns nicht gelungen. Plus die einfachen Fehler, plus die Dynamik von den Zuschauern, wo Christian ja auch angesprochen hat, was dieses Stadion entwickelt hat. Und dann muss man den Mund abputzen und muss sagen, ja, wir haben 3-0 verloren. Wir sind zufrieden, dass wir nur 3-0 verloren haben. Und nächste Woche geht es dann weiter. Sie machen weiter mit Jim Decker für den Kicker. Hallo zusammen, eine Frage an Herrn Streich. Sie haben die Wichtigkeit dieser englischen Woche betont, die jetzt gerade begonnen hat, mit dem Pokalspiel, was am Dienstag auch noch ansteht. Haben Sie Ihre Mannschaft jetzt endlich in einer Verfassung gesehen, die Ihnen gefällt, mit einer Mischung aus Dominanz und Tempo? Oder sehen Sie da noch Sachen, die Sie kritisieren würden nach dem Spiel heute? Man sieht immer Sachen, wo man sich verbessern kann. Man ist nie am Ende, aber was heißt endlich? Ich bin schon ungeduldig, aber es geht immer darum, man muss die Spiele betrachten, so weit wie möglich, unabhängig vom Ergebnis, was uns ja auch nicht immer gelingt. Aber die Mannschaft ist kritikfähig. Und eine Qualität von Menschen, die sich entwickeln wollen, und das ist extrem schwierig, das weiß ich bei mir selber, ich werde selber nicht gern kritisiert, ist Kritikfähigkeit, konstruktive Kritikfähigkeit. Und das haben wir ja die Woche gemacht. Ist dann einfacher, wenn du dann trotzdem noch gewonnen hast. Aber die Jungs haben es einfach verstanden, auch was ich ihnen gesagt habe. Und ich habe bewusst das Video weggelassen, habe nur Einzelvideos gemacht, aber habe keine Mannschaftsvideo gemacht, was wir normalerweise immer tun. Fand ich sie wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Also es wäre ein paar Szenen gewesen, wäre ein paar Jungs doppelt vorgekommen. Von dem her war ich heute zufrieden, aber das ist erledigt. Morgen ist Hamburg und es geht darum, dass wir nach Hamburg fahren mit Demut. Da wird auch die Hütte brennen, aber dann überwiegend in Blau sein. Und es wird ein sehr, sehr enges und schwieriges Spiel. Und das wird Thema sein bei uns in der Vorbesprechung, dass keiner auf die Idee kommt und glaubt, weil wir heute mal jetzt mal ein Spiel 3-0 gewonnen haben, dass wir da klar überlegen sein werden in Hamburg. Das wird nicht der Fall sein. Das wird ein total umkämpftes Spiel bis zur letzten Minute. Da bin ich fest davon überzeugt. Das ist das Entscheidende für die nächsten 3 Tage. Eine Wortmeldung habe ich noch gesehen. Die letzte Frage geht an Thomas Lipke von der Bild. Ja, Herr Streich, Glückwunsch zum Sieg. Wenn Einzelvideos in der Vorbereitung auf dieses Spiel so gut geklappt haben, sind Einzelvideos dann auch jetzt in der Vorbereitung auf das Spiel gegen den HSV das Entscheidende oder auch nochmal geplant? Nein, wir brauchen nichts anschauen jetzt vom Spiel. Es
geht es um Hamburg. Wir müssen uns schauen Hamburg an und wenn es mal ein, zwei Szenen gibt, dann macht man das wieder einzeln. Man muss das richtig einordnen heute. Es lief alles, es war toll, der Kübi hat in den Winkel geschossen, der Ball von Roland geht an die Innenpfosten. Einfach Ball flach halten, freuen, heimgehen, Arbeit. In diesem Sinne, gute Heimfahrt unseren Gästen und frohe Ostern euch allen. Ja, merci. Gute Heimreise, danke.